Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs um eine Route, die hier durch den Tunnel geht. Aber das war kein Bus, das war hier was mit Holz, ne? Linie 37, da wollten wir noch mehr Fahrzeuge drauf machen. Das war letztes Mal, weil wir hier erst einen LKW haben und der gerade sich irgendwo im Stau befindet, so wie das aussieht. Aber der fährt sowieso an der falschen Stelle nach. Sollte der nicht durch den Tunnel fahren? Vertue ich mich da gerade? Vielleicht vertue ich mich da auch gerade. Der ist jetzt wo unterwegs? Hier, wenn hier 37 ist, ne, dann stelle ich mir gerade die Frage, warum fährt er da lang und nicht hier irgendwo lang? Kennt ihr die Strecke nicht oder haben wir was falsch gemacht? Hallandorf, warte mal, das müssen wir nach dem Intro uns angucken. Ja, müssen wir mal schauen. Irgendwas passt da ja nicht, ne? Warte mal, das Holz hat einen Abnehmer und das war Hallandorf, oder? Genau. Und warum fährt der LKW da hin rum, wenn es doch hier viel kürzer wäre? Hier sind auch Fahrzeuge auf dem Tunnelweg, oder? Und da kommen sie doch raus. Und fahren dann da links. Und können dann hier lang, oder? Da lang, passt. So, überall in der Straße. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Warte mal, der 37er LKW, der fährt noch gar nicht diese Route an, weil er wahrscheinlich hier losgefahren ist, vom Depot aus. Das könnte natürlich sein. Fahrzeug kaufen. Wir brauchen Cargo und wir brauchen so einen Rungen-LKW. Und wir haben genug Geld. Und wir haben reichlich Geld, wir haben nämlich 6,4 Millionen. Das bedeutet, ich würde auch tatsächlich die Anzahl steigern. 3, dann fahren da 4. Und ich würde sogar so, das so machen. Und kaufen. Und auf Linie 37 war das. Und fährt schon, ne? Und jetzt müssen wir nur den auf Linie 37 natürlich finden. Müssen ja hier unten irgendwo zu finden sein. Da ist einer zum Beispiel. Jetzt wäre noch schön zu sehen, dass der ältere hier, der da ist es. Den wollen wir beobachten. Ja, der fährt jetzt hier durch das Städtchen, ne? Ja, okay. Gut, da müssen wir gucken, dass wir den dann ne, dementsprechend voranbringen. Denke mal, das kriegen wir aber hin. Also der ist jetzt hier unterwegs, das heißt, der ist von da hinten, fährt jetzt hier, ist hier hochgefahren und fährt natürlich hier zur Mühle, die jetzt wo ist? Hier ist. Und das war wahrscheinlich der kürzere Weg, oder da gibt es wahrscheinlich gar keinen Weg von da nach hier, genau so ist es. Oder er wäre hier hinten irgendwo rum. Nee, das passt schon, haben wir alles richtig gemacht. Gut, das heißt, der LKW wird auch fahren und wird auch sein Geld da holen. So, aber wir sind immer noch bei der Liste mit den Fahrzeugen und all das bedingt wollten wir da schon mal gucken, ne? Ja, dieser Zug ist ja jetzt schon tatsächlich 39 Jahre alt. Da gibt es aber auch noch ältere, sehe ich gerade. Warte mal, ich würde oben hin scrollen und dann. Oh, 60 Jahre ist hier der rote Pfeil. Fährt 415.000 ein. Eigentlich hat er schon sein Geld getan, ne? Aber den wollten wir nicht austauschen, weil er noch eine gute Geschwindigkeit hat. Wir wollten erst noch einen austauschen, der nicht so eine gute Geschwindigkeit hat. Und das war zum Beispiel der, weil der nämlich wahrscheinlich die anderen hier alle aufhalten könnte. Muss nicht, kann. Der fährt jetzt Eisenerz holen, oder? Hm. Ah, das mal zu, wir können den so angucken. Also momentan stört da niemand, ne? Wo sind denn die anderen so? Die fahren da über den Bahnübergang. Eine Dampflok fährt hier, die andere fährt da. Und der fährt hier rein, der ist die E-Lok. Und der wird ja jetzt auch gleich vollgeladen. Mann, ist der Bahnhof lang und wir haben gar nicht so einen langen Zug da drin, ne? Aber das passt ja alles, ne? Weil der Zug fährt tatsächlich 1,2 Millionen Miese ein, ne? Und voll ist er. Vielleicht bräuchte der doch ein paar Waggons mehr.
Kann ich hier Detail sehen, wie lang der Zug ist? Ladegeschwindigkeit 24, 130 Meter hat der Zug Länge. Und wenn der nach hier hinten fährt, dann müsste ich gucken, wie lang der Bahnhof hier ist. Wenn ich den Bahnhof weiß. Übersicht, nicht warten, Diagramme, ne, sehe ich jetzt gerade nicht. Konfigurieren. Ja, ich glaube, hier habe ich ein Problem, das zu sehen, ne? Das ist schlecht. Das ist schlecht, wenn ich das hier jetzt nicht sehen kann. Nichts warten, Terminals. Diagramme. Leider kann ich da jetzt nichts weiter sehen. Wir können auf jeden Fall den nach vorne verlängern hier, ne? Das geht auf jeden Fall. Aber das wäre jetzt hier falsch. Doch diesen Weg konfigurieren und dann hier Gleis wäre da anzubringen, ja. Ja, wenn es denn geht. Ach so, das ist eine Treppe und kein Gleis, alles klar. Ne, da nicht, da wäre es, ne? Kurs um 22. So wäre schon mal gut, oder? Güterplattform. Aber ist gar nicht so groß, sieht nur so groß aus. Ne, das Ende will ich dann nicht haben. Okay, das sieht auch nicht schön aus, ne? Plattform. Diese Plattform ist die richtige dann. So sieht es doch gut aus, oder? Ist das jetzt die E-Lok, die da gerade kommt? Nee, da ist wer anders. Vielleicht sollte man doch schauen, dass man hier auch noch ein zweites Gleis kriegt, weil da steht nämlich tatsächlich jetzt schon der nächste Zug, der da reinfahren möchte. Also macht es Sinn, eigentlich hier noch auszubauen, dass das zweigleisig wird. So, das haben wir schon mal. Dann nochmal hier eine Plattform hin. So passt es erstmal. Und auch hier würde sogar einer verlängert gehen. Aber das wollen wir nicht, weil wir wollen da zusehen, dass wir die Verbindung der anderen Gleise hinkriegen, ne? Ja, da müssen wir jetzt genau überlegen, was wir hier tun. Er kann da nämlich jetzt zum Beispiel nicht rein, ne? Geht das? Das geht wohl. Und die Kreuzweiche kann man da ja auch machen, ne? Ist jetzt gerade der Weg nur. Ja, jetzt ist passend. Dann sollte der auch dementsprechend angeschlossen sein eigentlich, oder? Jetzt müsste man nur gucken, dass hier ein Auswahlsignal dann ist, ne? Gibt's sowas? Signale. Fahrtsignal wird eingesetzt, um den Schienenverkehr zu regeln. Bahn wahlweise als Eingangssignal. Ich würde das jetzt hier tatsächlich hinmachen und dieses da abreißen, weil das nicht gut, wenn das da steht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Also der fährt auf jeden Fall schon mal passend weg, ne? Müsste man schauen, dass der ein freies Gleis nimmt. Und ein anderer Zug, ja, jetzt haben wir keinen mehr hier, jetzt können wir es gerade nicht testen, ne? Lassen wir es erstmal so, oder? Wird schon werden. Oder wir müssen sagen, Zug, fahr du mal dahin. Dafür müssten wir hier aber wissen, welche Linie hier anhält.
habe ich hier so eine Übersicht nicht, sondern die habe ich da. Linie 6 und Linie 26. Warte mal, das Linie verwalten. Machen wir das nochmal zu. Hier kann man irgendwo das Terminal einstellen, ne? Hier, ne? Oder? Das ist 2 dann. So. Jetzt machen wir schneller hier und gucken, ob da jetzt der Zug auch an der passenden Stelle einfährt dann. Auf jeden Fall ist das Metall schon mal hier rüber gesetzt worden. Und das ist der Zug, der von hier kommt, also auch gut. Ja, würde ich so lassen wollen, ne? Wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn wir die Gleise hier. Ist das schon passend? Ja. Noch hier nebenher gezogen hätten, ne? Krümmung zu groß. Okay, dann geht das nicht. Dann müssen wir das gerade nochmal wegreißen. Das klappt nicht. Das klappt. Krümmung zu groß. Schafft er da nicht. Super. Alles klar, dann können wir das abreißen. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, er muss hier eigentlich schon rüber. Auch nicht möglich. Gut, das heißt, letztes Stück muss ich schon abreißen und schauen, dass wir da rüber kommen. Während ich glaube, dass wir hier eigentlich rüber sollten. Schauen wir mal, warte mal. Auch nicht möglich. Ja, schade. Momentan ist da ja keiner, ne? Kann ich doch so machen, oder? Schnell nochmal den. Auch nicht möglich. Jetzt müssen wir uns beeilen. Das hat jetzt geklappt. Ich glaube, so ist gut, oder? Das heißt, der fährt da rein und kann da auch rausfahren. Kann der da auch darüber fahren? Ja, kann er mit diesem hier, ne? Also eigentlich müsste das alles so klappen, wie ich mir das gerade vorstelle. Nur schauen, ne? So, wir haben 7,5 Millionen. Das heißt, wir können mal gucken, dass wir diesen Zug vielleicht. Der 45 Jahre alt ist. Ne, da muss es noch einen Zug geben, der noch älter ist. Dann lass uns den mal gucken. 48 Jahre. Ne, dann ist es doch noch ein anderer Zug, der so alt war. Dieser war das, 56 Jahre. Welcher ist denn das? Ach so, das ist. Doch, der ist das. Gut, das heißt, wir tauschen den aus. Fahrzeug verwalten. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Welchen haben wir da genommen? Gute Frage, ne? Der kostet 7 Millionen, okay. Warte, lass uns erstmal hier auf elektrisch gehen. 12 Millionen, 7 Millionen. Der fährt. Wo ist denn hier die Geschwindigkeit? Ganz oben. 140, der fährt 125. Ich glaube, wir haben die immer genommen, ne? Aber 12 Millionen haben wir gerade erst. Wir können uns gerade die Lok leisten.
Und dann müssen wir Cargo gehen. Und Cargo Typ. Wo ist denn hier Dingens? Ah, kenne ich keinen Typ. Ja, das kannst du vergessen. Hier ist Eisenerz auf jeden Fall beinahe, ja. Aber wir haben noch hier diesen großen schon für Eisenerz. Der war ja nicht, ne? Ne, der war es nicht. Der ist es. Tja. So, jetzt kostet es uns 20 Millionen. Wir haben aber gerade erst 10. Das heißt, wir können uns noch nicht mal die Lok leisten. Gut, das bedeutet, wir müssen da definitiv schauen. 116 Meter, 130 war da. Ich weiß nicht, wie der neue Bahnhof jetzt, wie lang der ist, aber wird wohl auch schon lang genug sein. Ja. Jetzt sind wir gerade 11 Millionen knapp. Und den möchte ich ja austauschen. Oh, da gibt es noch eine schickere Lok. Aber schicke Loks sind auch gleichzeitig teuer. Oh, da kommen ganz viele Sachen her. Da war auch gerade ein Dingens, wie heißt es? Offener Güterwagen, wow. Wohnwagen, kommen gerade ganz viel rein. Kesselwagen. Das heißt, Cargo nochmal aufrufen. Da war jetzt dieser hier der schickere. Dieser Schüttgutwagen, ne, ist der entscheidende. Kann 160 fahren. Und dieser hier konnte 120, also der ist sogar schon wieder schneller. Und 49 Jahre Lebensdauer. 20 Tonnen und der hier hat 13 Tonnen. Also das ist auch schon eine ganz andere Hausnummer. Der 2 Millionen, der 1 Million, okay. Dann ist der effektiver eigentlich, ne? Und wir müssen definitiv überlegen mit dem Geld. Weil der kostet uns dann doch wieder viel. Aber wir können das gerade jetzt nicht machen, weil uns das Geld dafür reicht. Wir müssen das abwarten. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir hier dann die 20 Millionen haben, ne? Bis dann. Ciao.